Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu den Abi-Nachrichten 2016. In der heutigen Sendung berichten wir Ihnen von den Geschehnissen der letzten 3 Jahre. Ja, vieles passiert. Wir zeigen Ihnen nun Ausschnitte des diesjährigen Abi-Gags, des Williges Gymnasiums mit unter anderem der Band und einem lustigen Fußballspiel. Für Sie war live vor Ort Mo. Servus, Männer. Als passendes Pendant sehen Sie nun Auszüge des Abi-Gags der Maria Warth. Freuen Sie sich auf sportliche Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vom 2. bis zum 5. Februar war ein Teil der diesjährigen 13er der Maria Warth in Oberursel auf Besinnungstagen. Eindrücke, Tanz und Gesang sehen Sie jetzt. Wir müssen kurz unterbrechen. Es kam gerade eine Einmeldung rein. Miese Rauferei im Rewe. Wir schalten live vor Ort. Im gleichen Rewe ist soeben eine Party ausgebrochen. Wir gehen zurück zum Brennpunkt. Nun geht es weiter mit den Impressionen der Besinnungstage. Geil, ne Banane. Geil, ne Banane, geil, ne Banane. Jabba dabba dubi, das hat keiner erwartet. Yeah, King schütteln, das mal nicht ein Ding ist. Ich schüttel ne Banane und frag mich, was drin ist. Peel the avocado, peel the avocado, peel the avocado. What? Wie Sie sehen, eine sehr gelungene Fahrt. Wir wünschen jetzt viel Spaß mit den folgenden Interviews. Das schlimmste Erlebnis in unserer Schule
wenn die Notfallboxen leer sind. Alles im Rahmen. Schule war schön. Schule war schön, das kann man so stehen lassen. Das Schlimmste war die Traglufthalle. Ja, ich habe mir erstmal die Hose gerissen im Unterricht. Im Schritt. Einerseits Kontakt mit manchen Lehrern, wo man drauf verzichten könnte. Dass jetzt Leute nicht gepackt haben und die dann gehen müssen, wiederholen oder auf eine andere Schule wechseln, ist dann schon schade. Boah, würde ich sagen, als ich beim Spicken erwischt wurde von der Frau Bärs. Makes me feel alive. Nein, Januar. Junge, ich habe diese besoffen ganz leben. Was ist das für eine scheiß Frage? Nein. Definitiv. Ja, klar. Bei dir auch? Nein. Naja. Frei. Januar. Ja. Nee, man muss sich auf Fasnacht vorbereiten. Man muss ja mal mit dem Alkoholkonsum irgendwie klarkommen. Definitiv nicht. Nee, ich habe Geburtstag im Januar. Ich hab Geburtstag, alle haben ihn vergessen. Da muss ich meinen Kuchen scheinbar ganz alleine essen. Das ist eines Leistungskurses nicht würdig. Es war auch Richtiges dabei. Frau Krüger, als sie unsere Kursarbeit aus der 11. verloren hat, das Leben ist eine einzige Begegnung und diese Arbeit werden wir auch wieder begegnen. Eisbruch. Irish Pub am Schillerplatz. Natürlich, die daheim. Die haben trotzdem im Hochbodenheim. Sausalitos. Wie beim Rundziehen. Stammkneipe. Wüsstest du wohl gerne. Six Minuten. Oder Biber. Biber ist sehr beliebt hier in dieser Stufe, glaube ich. Crazy? Yeah. Crazy? Sixies, ja. Und bei dir, Hermes? Ja, auch. Und Biber am Top. Klar. Frau Müller und Herr Müller. Ja, so Maria. Christianias! Ja, so Maria. Wasser und Wein. Wasser und Wein. Da würde ich sagen Martin Hoppe und Manuel Zelenka. Uns beide. Ich glaube, da muss ich jetzt Nicole und Benedikt sagen, sonst gehen die mich. Einigen uns auf Steinfelden. Nehmen wir. K.O. und Alex. Jawohl. Nehmen wir jetzt Frau Steinhoff. Ja, das fand ich schön. Bruno und Daphne. So richtig habe ich nie angefangen. Am 5. Januar. Nach Weihnachten. Hat jemand früher angefangen? Ja, aus Wien? Ich natürlich! Nein, Mitte November. Eindeutig Moin. Eindeutig Tequila! War auf jeden Fall ganz klar, ja. Tequila! Weil? Tequila! Tequila! Das war jetzt klar, Wein, ne? Ja. Wein, definitiv. Und wenn du gut drauf sein willst, Tequila. Es geht ums Abi-Motto. Ja, mein Gott, mach nochmal Wein! Wein. Auf jeden Fall. Tequila! Tequila! Nox! Ja, Escape natürlich. Auf jeden Fall. Oh, definitiv morgen zum Ager. Forget you. See, our world is so. Mein Fahrrad hat Verspätung. Die Waffel war noch nicht fertig. Ich komme nicht zu spät. Stau auf der Fußgängerzone. Meine Straßenbahn hat den Platten. Ja, stimmt, sie ist ganz gut, aber Schokostreuselteilchen ist noch besser. Schokoladenstreuselteilchen oder Donut? Schokoladenstreuselteilchen, oder? Okay. Donut? Nein, Streuselteilchen.
just be silent when life will be over. Ganz klar, die Motto-Woche, bis jetzt schon, die war bis jetzt schon so geil. Unsere Zeit als EV. Paris! Das Abi. Berlin war ziemlich cool. Ich würde sagen, gestern, als wir am ersten Motto-Tag die Funzelfahrt zur Schule gemacht haben. Auch ein Robin Thomas. Frau Müller, die hat uns besonders gut gefallen. Die Kursfahrt am Gardasee. Aber. So geht's. Oh. Ja, danke. Nächste Frage. Ja, die Menschen sind an sich alle ganz nett meistens. Aber nett machen. Riesen Hühnerhaufen. Nur Weibe, nur Gegacke. Durcheinander, Chaos. Schwul! Genauso wie Lesbisten, gell? Ich könnte nicht mit Mädchen umgehen. Ja. Nett. Kann man machen. Muss man aber nicht. Zweihausen. Abneigung. Ja, ich interessiere mich auch nicht so für Frauen. Naja. Kein Kommentar. Also, eigentlich sind sie alle ätzend. Dass wir ins Mombacher Schwimmbad müssen und die ins Taubertsbergbad dürfen. Die MWS? Also, ich war noch nie drin. Ja, Williges kriegt halt einfach sau easy mal so 15 Punkte in Epo. Ist richtig einfach da. Ich denke mal schon. Ja, und welche Tag und Nacht sind ja. Die Mädels, das sagt schon alles. Ja, ich glaube, die Haarlänge ist entscheidend. Ja. Also Frauen lieben Männer. Jeder Mensch weiß, auf ein Williges macht man nichts. Außerdem gibt es da viel weniger Kuchen als bei uns. Bei uns gibt es immer Kuchen und Kuchen ist halt schon geil. Wir sehen alles nicht ganz so eng. Ja. Aber Penis, ja, das ist einfach schöner. Was sind wir? Eine typische Maria Bartschülerin ist natürlich jeden Tag reichhaltig Obst und Gemüse. Und natürlich niemals Tiefkühlpizza. Pizza Burger oder Pizza? Das geht nicht! Wir brauchen einen Vordermann, wenn es ein Niedling ist. Lederjacke, schwarze Hose, Armguts. Haben mindestens 3 Kuchenrezepte im Repertoire. Aber laktosefrei. Und vegan. Und glutenfrei. Und natürlich vegetarisch. How can you resist that summer break? Fahrt mir Unterricht. Man sollte offen sein, Toleranz zeigen. Ja. Nicht unbedingt Frauen gegenüber, das brauchen wir nicht. Der Hang zur monotonen Geschlechtsverkehr, also Gayheit, Gayness quasi. Ja, die Frauen. Freunde schon. Dass man so viel pupsen, rülpsen und popeln kann, wie man möchte. Das ein oder andere Späßchen mit den Lehrern zu haben. Erlebt man halt nicht nochmal. Den Kuchendienst. Freunde jeden Tag zu sehen. Die Ferien. Und unsere ganze Stufe. Den Garten. Den Kontakt mit den ganzen Leuten. Ja. Also nicht die Lehrer, sondern mit den Schülern. Richtig. Die Gemeinschaft an sich. Die Leute, mit denen man jeden Tag in die Schule gegangen ist. Conan! Ich werde Lauras Fragen sehr vermissen, weil Lauras Fragen haben mir immer den Tag versüßt. Ja. Männer sind am Krieg schuld. Ach Mädels, Eponoten sind immer ungerecht. Der Lehrer beendet den Unterricht und nicht das Klingeln. Männer sind das schwächere Glied. Es gibt keine Pause zwischen 5. und 6. Stunde. The struggle is real. Arschhaare vom Friedel. Früh aufstehen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.